So, weiter geht's mit Hogwarts Legacy und wir machen weiter mit einer weiteren Mission. Ich bin so schnell gekommen wie oder Quest. Siehst du das Symbol über dem Eingang? Die Mondkälber am Steinkreis haben das gleiche gemacht. Der Mondtanz von vorletzter Folge. Ist da zu sehen. Könnten die Schnatzer wirklich hier versteckt sein? Finden wir es raus. Doran wartet weiter vorne auf uns. Dann lass uns gehen. Kannst du das fassen? Echte Schnatzer! Ich bin froh, dass wir den Wilderern wohl einen Schritt voraus sind. Etwas seltsam, dass wir nichts von ihnen gehört haben. Mit etwas Glück hängen sie noch immer über Omas Forschung. Sie hat eine ganze Menge. Und wir haben Doran auf unserer Seite. Selbst wenn die Wilderer auf diesen Ort stoßen, sind wir bis dahin längst weg. Ich grüße euch. Moin. Ich hoffe, du wartest noch nicht lange, Doran. Keineswegs. Andererseits bin ich nicht der, der euch erwartet. Habt ihr den Mondstein mitgebracht? Gewiss. Okay. Gut. Er ist so wichtig für das, was jetzt geschieht. Ebenso wie ihr beide. Und was geschieht jetzt? Was sind diese Säulen hier? Ich befürchte, wir müssen jetzt sowieso mal irgendwas mit... Ja, den Avada Kedavra... Wäre geil, wenn ich den natürlich einsetzen könnte direkt dann im Finale, aber nein, ich glaube ja weniger. Vermutlich eine Schutzmaßnahme. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Und was die Lösung dieses Problems betrifft, wisst ihr beide es wohl am besten. Hör doch aus, wie du in die Ruinen gelangst. Ich vermute mit... Mit der Nummer... Ne, warte mal, wir müssen jetzt mal wahrscheinlich erstmal den einsetzen hier, den Mondstein. Ich frage mich, ob die Säulen sich bewegen. Das tun sie wahrscheinlich schon, aber ich habe keine Ahnung wie. Ach, da leuchtet was. Ich muss die Säule, glaube ich. Muss ich die Säule da draufsetzen? Es leuchtet ja eine Säule, ne? Warte mal. Ich kann vermuten. Okay. Das heißt, die nächste Säule. Frage. Darüber? Warte mal. Die komische... Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja. Das ist auch so ein bisschen meine Vermutung. Warte mal. Sind das die Symbole, wo wir da hin müssen? Fragezeichen? Die Sonne? Der komische Zeichen da? Das ist ja... Und was ist das hier? Warte mal, ich muss mich nur mal gerade... Nee, das ist das hier. Das hat nicht damit zu tun, oder? Wir müssen das Rätsel lösen, aber es ist ja... Ja, warte mal.
Das ist auf der ersten Schiene. Ich vermute, warte mal, ich versuch's mal was. Vielleicht ist das nicht. Vielleicht ist das gar nicht so doof, die Idee. Warte mal, ich probiere mal was. Geh mal durch. Vielleicht noch einer. Dass die vielleicht genau hintereinander stehen müssen. Vor dem Mondschein. Nee, das ist es nicht. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkel. Oder müssen die auf dem leuchtenden Symbol vielleicht hintereinander stehen? Es wäre schön, wenn du mal helfen könntest, anstatt blöde Kommentare zu geben. Warte mal kurz. Oder warte mal. Vielleicht so? Fragezeichen? Nee, auch nicht. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ah, warte mal, das könnte natürlich bedeuten, dass ich vielleicht die Dinge aktivieren muss. Dass wir die jetzt ein bisschen ausprobieren müssen jetzt, mehr oder weniger. Ah, verstanden. Ich glaube, ich habe es verstanden. Weil ihr seht, dass die Zeiger da laufen. Da zeigt ja der Zeiger auf die Sonne. Das heißt, ich muss jetzt den zweiten... Warte mal kurz. Wo ist denn die komische Tafel? Auf Sonne und das komische Symbol. Warte mal, jetzt muss ich gerade gucken. Da oben ist das Symbol. Fragezeichen. Muss ich das ziehen oder muss ich das... Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, schon klar. Muss ich da jetzt rein? Nee, ne? Hier komme ich nicht rein. Die Sonne und das komische Symbol. Ist das das, warte mal, ist das das Richtige überhaupt? Ja. Das alle Ding auf die Sonne. Steht doch eigentlich oder nicht? Sehe ich das falsch? Steht darauf. Oder muss es umgekehrt sein? Das kann doch nicht sein, dass das umgekehrt sein muss. Aber eigentlich sind die doch egal. Oder nicht? Sind die gleich lang? Aber eigentlich ist es doch wurscht, oder nicht? Oder muss ich die echt jetzt tauschen? Warte mal. Kann doch nicht sein. Aber dass ich die jetzt echt tauschen muss. Hält das sich? Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ich habe schon verstanden, was du willst, aber ich befürchte, dass ich die andersrum setzen muss, oder? Ja, ich hab's doch. Also so rum nicht, oder? Ich hab's doch jetzt richtig oder nicht? Jetzt blöder? Es ist doch. Ich hab's doch richtig. Hä? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun.
Ach so, ja. Warte mal. Aber eigentlich tun sie das doch. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ich hab das doch schon. Oder warte, muss ich den noch? Nee, eigentlich nicht. Ich hab's doch gemacht, oder nicht? Ich bin doch nicht blöd. Ja. Hallo? Ich jetzt. Eigentlich ist es doch richtig, oder bin ich jetzt nur ein bisschen. Sie tun's? Angeblich, also die, so wie ich das jetzt lese, sollen die gegenüber der beiden Symbole stehen. Aber das Problem ist einfach, aber weil sie tun's doch. Ja, ich hab doch schon verstanden, was du von mir willst, aber. Aber wie gesagt. So, aber mehr. Aber eigentlich sollte der Weg sich doch öffnen. Wieso kriegt das? Hä? Aber eigentlich. Ich weiß nicht jetzt. Nee, eigentlich tun sie das doch. Guck mal. Ja, die Zeiger zeigen ja genau auf diese Symbole drauf. Aber ich verstehe nicht, was jetzt. Was der meint. Ich versuche jetzt mal nochmal einen rüber zu schieben, die Sachen. Aber eigentlich sollte das doch kein Problem sein. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, ich verstehe schon, was du von mir willst. Ich habe nur gerade keine Ahnung, warum das nicht funktioniert. Komische Sonne und das komische Symbol, was hier unten ist. So. Ach nee, warte mal. Die war jetzt.
Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Ja, ja, ja. Nee, es ist nicht dasselbe, das falsche Symbol, ne? Ja, doch mal. Das eine Ding steht auf der Sonne. Ich versuche es jetzt gerade nochmal durchzuziehen. Aber eigentlich. Hä? Warum öffnest du dich nicht? Weil da habe ich. Ich hab doch nicht. Oder das ist das Symbol hier, warte mal. Der Kreis mit dem Dings. Okay, ja. Ah, okay. Ich hab meinen Fehler. Mein Fehler. Es ist das Symbol mit dem Loch in der Mitte. Deswegen funktioniert es nicht. Das war nicht das Problem. Das war das Problem, ja. Die Sonne haben wir ja. Das heißt, wir müssen jetzt kurz. Das war noch ein kleiner Fail von mir. Vielleicht hat es was mit Licht und Dunkelheit zu tun. Das war's. Und jetzt haben wir es. Es war das falsche Symbol, was ich die ganze Zeit im Schirm hatte. Na dann. Du kommst nicht mit rein? Wenn die Schnatzer hier sind, würden sie sich selbst von der Wahrheit überzeugen wollen. Vor allem Alec. Geht ohne mich. Ich werde zurückkehren, sobald ich kann. Okay. Auf geht's. Oh, ey, schlimm. Mann. So blöd ist das. Ach, Kacke. Gut, dann gehen wir rein. Warte mal. Ah, nee, das ist hier schon. Okay, wir müssen da rein. Auf geht's. Die Suche. Sieh dir die Malereien an. Das sind alles Tierwesen. Dieser Ort muss zu ihrem Schutz entstehen. Ja, ich sehe aber gerade herzlich wenig. Lumos. Sie hatten nichts zu befürchten. Okay. Wie kommst du darauf? Die Wildererlager fühlten sich immer so erdrückend an. Dieses Gefühl war überwältigend. Zumindest für mich. Hier spüre ich nur Sicherheit und Ruhe. Das Gegenteil von einem Wildererlager. Klöterichzweig. Okay, nehmen wir mal ein bisschen die Zeug, das Zeug hier mit, falls was brauchen kann. Ja, ich bin eigentlich, wenn du weniger schon fürs Finale ausgerüstet, also deswegen habe ich so ewig viele Trinke. Weil ich halt hoffe, dann irgendwann heute das Ding zu Ende zu ziehen hier, damit wir irgendwann mit dem neuen Projekt beginnen können. Also, ich habe es ja schon mal angeschnitten gehabt, der zweite Teil ist bestätigt, soweit ich das richtig verstanden habe. Bin gespannt, wie es wird. Okay, machen wir hier mal kurz die ganzen Dinger weg. Da vorne ist eine Truhe. Ah ja, nice one. Ein bisschen Kohle dabei. Kann man immer gebrauchen. Ich wette, dass das nicht wirklich eine Sackgasse ist. Aber wie kommen wir weiter? Das ist immer eine gute Frage. Das ist eine Truhe, ne? Warte mal, muss ich da irgendwo ran? Hoch? Rebellion. Da hinten ist irgendwas. Ich vermute, dass ich da hoch muss. Warte mal. So. So. Ach hier,
Da drauf? Fragezeichen. Diese Beute sind ja alles dieselben, ne? Ja, da oben ist noch einer. Soll ich sie jetzt doch ein oder soll ich jetzt doch irgendwo? Also ich. Sind mit Symbolen versehen. Ja, das habe ich schon verstanden. Aber eigentlich. Warte mal kurz. Cool. Warte mal, Lumos einsetzen. Weil ich sie so zischt. Lumos. Gut, das ist eh wurscht. Dann gehen wir da unten weiter. Okay, Feuer. Oder kann ich die mit dem normalen... Okay, nee, kann ich nicht. Lumos. Gut. Ja, super. Mal kurz ein bisschen angucken, hier, was wir hier so haben. Da ist irgendwas mit der Truhe. Wer auch immer das hier erbaut hat, hat er auch gelesen. Eine Uniform. Und die Bücher handeln alle von Tierwesen. Das wäre was für deine Oma. Und wie? Ich kann es kaum erwarten, ihr davon zu erzählen. So, dann haben wir das zumindest auch. Lumos. Klar, sie hasst ja Licht. War eine Teufelsschlinge. Sind jetzt die scheiß Dinger denn weg, oder? Ah, jo. Ernsthaft? Komm her jetzt hier. Der komische... Hat das einen Sinn? Warte mal. Warte mal, Flammen. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. Feuer und... Habe ich den Glacius eigentlich? Ich habe doch Glacius auch, ne? Okay, es funktioniert tatsächlich ohne Würfel. Warum auch immer ich dafür... Was haben wir denn hier? Ach, ein Spat. Ach, ein wilder Rapperschaft. Gut, dann machen wir... Ziehen wir mal die Nummer durch. Kann ich Kruzio einsetzen? Ja, ne? Kreuz ja immer gut.